Das ist für uns ein sehr wichtiges Experiment. Und das ist für uns ein Baustein hin, wenn wir sagen wollen, wir wollen unser System wirklich fliegen und es eines Tages wirklich als eine Komponente auf dem Mond zur Verfügung stellen. Ich bin Emanuel Staudinger, ich arbeite am DLR-Institut für Kommunikation und Navigation, speziell in der Abteilung Nachrichtensysteme. Dort leite ich das sogenannte Schwarmnavigationsteam und wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir wollen die Vernetzung und Lokalisierung von Robotern und Sensoren, die die Mondoberfläche und die Marsoberfläche explorieren, zur Verfügung stellen. Wir entwickeln bei uns entsprechende Verfahren, wie sich die einzelnen Sensoren in so einem Netzwerk vernetzen, lokalisieren können. Das ist ein Funksystem und wir nutzen dabei auch zum Beispiel die Funksignale von der Kommunikation für die Funknavigation. Wir sind hier heute in Luna für die weltweit ersten Experimente mit unserem Schwarmnavigationssystem in dieser analogen Umgebung durch. Und wir haben jetzt einen Teil unseres Systems mitgebracht, mehrere Rover. Wir haben 50 Funkknoten in Luna ausgebracht. Das Szenario in Luna für die Funknavigation ist wie folgt. Wir sind mit dem Lander auf dem Mond gelandet. Wir bringen zwei Rover aus. Einer der Rover hat die Aufgabe, sogenannte Funkbeacons, die wir für die Navigation benötigen, um den Lander zu platzieren und führt die erste Navigation und Exploration um den Lander herum durch. Dabei trifft er auf einen Krater und stellt fest, oh, der Krater, der Eingang ist zu steil, er benötigt ein anderes Robotersystem. Er ruft den zweiten Roboter zu Hilfe, der wird auch über unsere Navigation zu dem Krater geführt, hat eine Möglichkeit, in den Krater zu fahren, führt dort seine wissenschaftlichen Untersuchungen durch und wird dann über unsere Navigationslösung wieder zurück zu dem Lander geführt. Das zweite Szenario, das wir auch hier demonstrieren, ist unter der Annahme, der Krater ist viel zu steil, es kann kein Robotersystem in diesen Krater wirklich hineinfahren. Dazu haben wir dann einen unserer Funkknoten hier in Luna auf dem Kran montiert. Das heißt, es wird ein Funkknoten von dem Lander starten, wird über unser Netzwerk hinwegfliegen, wird währenddessen lokalisiert und soll dann in dem Krater landen, um entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen durchführen zu können. So, hier in Luna haben wir jetzt im Rahmen der letzten 3 Tage die gesamte Funknavigation gezeigt. Wir haben auch sehr viele Messdaten aufgezeichnet, die wir jetzt im Nachgang noch im Detail analysieren werden, um dann wirklich zeigen zu können, wie gut wir in 2D und in 3D uns in Luna lokalisieren können. Bei uns im Schwarmnavigationsteam haben wir die Entwicklung des Systems bereits so 2012 mit den ersten Projekten begonnen. So mit den ersten Prototypaufbauten im Labor, die ersten Tests, die wir sozusagen auf der freien Wiese vor dem Institutsgelände durchgeführt haben, bis hin dann weiter zu Experimenten in der Kiesgrube. Wir haben dann das Szenario immer komplexer und analoger gestaltet. Wir hatten 2022 sehr erfolgreiche Validierungsexperimente am Ätna. Da waren wir 4 Wochen zusammen mit unseren Kollegen von der Robotik, bis hin zu Experimenten auf Lanzarote in Lavaröhren. Die ersten Schritte in Luna sind erfolgreich gemacht. Nächster Halt, Mond.